So, Leute, wir sind wieder da mit Magicka 2. Bloß gut, dass ich angezählt habe, denn ich weiß wenigstens, welches Spiel wir spielen. Hahaha, ich renne vor in meinen Tod. Was willst du dagegen tun? Dir hinterherrennen in deinen Tod. Moment, was? Scheiß auf die Gegner! Wir sollten die eigentlich da, denke ich, besiegen. Ich bin nicht gestorben, schade. Schon wieder geilstes, ne? Mich ärgert das trotzdem noch, Da dass ist eine wir. Schriftrolle, da ist eine Schriftrolle, ich will die Schrift da haben. Mich Das ist eine ärgert das schon wieder, Schriftrolle. dass wir das nicht erkunden konnten, das Dorf da. Ein zerknittertes, Da blutfleckiges Teil. Errungenschaft freigeschalten. In Höhle des Irrsinns. Lest du vor. Fort. Randolph und Erik sind beide fort, in die Dunkelheit gefegt. Und nun ist sie hinter mir her. Diese unkörperliche, demütigende, fließende, außerweltliche Anomalie, die sie geholt hat. Sie kriecht immer näher heran. Diese Höhle wird meine. Machen wir nochmal auf. Moment. Genau. Komm, machen wir es nochmal. Und bla bla bla. Also, sie wird. Nun ist sie hinter mir her. Diese unkörperliche, demütigende, fließende, außerweltliche Anomalie, die sie geholt hat. Sie kriecht immer näher heran. Diese Höhle wird meine letzte Ruhestätte sein. Nicht mein flaches Grab ist mir vergönnt. Ich bezweifle nicht, dass ich morgen tot sein werde. Was bringt dieser Schild eigentlich? Ah, schön. Der Schild bringt, glaube ich, Strahlenattacken rein. Moment, erst hast du noch übelst viel Leben gehabt und auf einmal bist du gestorben. Schieß mal einen Strahl auf mich. Moment. Ja, okay, Strahlen nur. Ich kann halt einfach durchlaufen. Was ist da oben mit den... Bitte aufhören. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Angst. Achso, das funktioniert ja nicht. Da war ja was. Da kommt sicherlich nichts raus. Meinst du? Da kommt diesmal kein Spruch. Das ängstigt mich nicht weniger. Mein Meister der großen Albis und Nosten hier heißt euch willkommen. Wir würden euch hier gern hereinbitten, aber leider warten wir schon andere Besucher. Da wird es einfach zu voll. Da kommen sie schon! Tut uns leid. Das war so klar. What the fuck? Irgendwas frisst mich, irgendwas frisst mich, irgendwas frisst mich, irgendwas frisst mich. Ich bin eingefroren. Verdammt. Feuer. Und ich bin tot. Nein, ich lebe noch. Jetzt bin ich tot. Ist nass. Ich bin auch tot. Das Gute ist, dass man die 4 auch drücken kann, wenn man nass ist. Das ist ziemlich cool. So, ich habe gerade für einen kurzen Moment total vergessen, dass wir ja in so etwas Ähnlichem wie einem Let's Play sind. War gerade ganz kurz wirklich nur in das Spiel versunken. Wäre ganz nett, wenn ihr mich mal in Ruhe lassen würdet. Hey. Du nicht auf mich zielen könntest. Immer noch nass? Ja, das bist du. Wir sollten uns jetzt mal darum kümmern, dass wir das Vieh angreifen. Naja, ich weiß halt nicht, ob das wieder so ein. Tötest du mich noch mit dir? Au. Greift das Vieh mal. Achso, dann mach ich das halt. So nötig. Wieso kann ich denn kein Feuer wirken? Ach so, links und rechts muss man auch, wenn man eingefroren ist. Oder man stirbt halt einfach, so wie ich. Alter, wie, was? Alter, wie mich gerade das wiederbeleben, aus deinen Animationen rausgehauen hat. Könntest du bitte nicht sterben? Ich bin tot. Matterport. Hab ich gerade verstanden.
Alter! Alter, das ist ja... Alter, bitte! Du müsst mal irgendwann Schaden machen, oder wie? Ich wollte gerade ein paar von den Viechern dort erlegen. Warum haben die nicht so eine Schwäche gegen... Oh, verdammt. Ich darf nicht in die Säure reinrennen. Versuch einfach nur zu überleben, ne? Ja, das überlasse ich dir gerade mal. Ja, ich kann gerade nicht viel machen. Ich sterbe nämlich ständig. Gibt's noch? Nein. Oh, das war zu mutig, das war zu mutig. Ja, da kommen wir mehr von den Viechern. Okay, ich bin tot mal wieder. Alter! Mal weiß nicht, ob der gestorben ist. Ja, aber es ist hier gerade etwas. Wow, ich bin in den Tod gerannt. Warte, ich kann gerade nicht rennen, wie besser. Nein! Nehme ich schon wieder? Nee, jetzt. Bist du tot? Ja. Das fragst du noch? Bist du überleben? Ja, wie denn? Ich weiß nicht wie. Komm. Alter. Ich glaube, wir müssen wirklich uns um das große Vieh kümmern, einfach. Okay, wo belebt er uns wieder? Da, natürlich. Okay, ich habe wieder mein Steinschild. Marvin, du musst dem Großen was tun. Und keine Blitze. Ja, ich wollte eigentlich Arkaden machen. Falls das nicht kommt. Nein, gerade gestorben. Ich mache jetzt Feuerfang hier immer. Verdammt. Ich wollte es versuchen. Es hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir vorgestellt habe. Jetzt. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr. Wir werden die nicht los. Sag mir bitte, dass du noch lebst. Sag mir bitte, dass du noch lebst. Ich bin tot. Warte eben. Könntest du mich vielleicht auch nicht immer in der Mitte der größten Gegner respawnen? Ich glaube, dass ich überhaupt respawne. Alles okay, ich bin noch am Leben. Nein! Oh, es wäre ganz gut, wenn du kurz und so. Danke. Ah, wie sie mich rausgeschmissen haben. 2, 3, 4. Lebst du noch? Nein, gerade eben frisch gestorben. Sehr schön. Ich meine, ich habe mittlerweile schon wieder ein bisschen was geschafft. Oh ja, bitte. So, sehr schön, sehr schön. Der hatte schon wieder volles Leben, übrigens. Ja, könntest du mir bitte... Ich wieder erleben, ich habe gerade in einem Selbstmordattentat ziemlich aufgehauen. Damage gemacht. Komm, schnapp ihn dir. Oh fuck, er hat auf mich abgesehen. Eins, zwei, drei, vier... Ich werde es mal hier einfach wieder beleben.
dann weiterrennen. Also, wieso kriegen die immer ihr Leben wieder erfüllt? Ich glaube, wenn wir zu lange keinen Damage machen. Ich hab die große Krabbe gerade eingefroren. Ja, das ist schön. Nur die große Krabbe töten. Ja. Weiß gerade uncool hier. So, die große Krabbe brennt mal ein bisschen. Ich lenke sie zu mir. Soweit ich kann. Okay. Ich glaube, wir kriegen das noch hin. Leute, wir kriegen das noch hin. Auch wenn dieses, Spiel total random ist. Wo denn hier? Was ist denn da? Ich bin wieder fast tot. Sollst du dich ab und zu mal wieder ein bisschen beleben, Carsten? Hilf! Voll helfen! Jetzt habe ich gerade selber, weil ich das Schildelement nicht mit reingekloppt habe. Sehr schön. Fuck! Solange eingefroren ist, hilft mir kein Strahl. Hau einen großen Stein doch dagegen. Warum bin ich schon wieder tot? Weiß es nicht. Wir sind zwar wieder. Ich glaube, wir sollten mal einen gegengesetzten Uhrzeigersinn laufen. Okay. Komm. Schnapp ihn. Du hast gerade volles freies Ziel. Lauf! Lauf, Bloody, lauf! Ja, das war zu spät. Ist egal, ich hab ihn doch wieder überlebt. Im Moment meines Todes. Okay, wie die Flamme irgendwie nicht kam. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay, ich bin wieder voll. Voll im Schild. Ich habe gerade die Hälfte meiner Verfolger eingefroren. Hier ist so viel Gift, wo kommt das ganze Gift her? Schade. Ich habe aber lange überlebt heute. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Komm, hau ihm was rein, hau ihm was rein. Komm. Voll auf den Arsch. War der falsche Zauber, scheiße. Da war mir mein Leben jetzt gerade egal. Aber es gibt viel weniger Magiken in diesem Spiel. So gefühlt. Nein, der Notfallzauber ist auch nicht gerade das, was er sein sollte. Entschuldigung, aber das war's wert. Was war's wert? Das ist das Feuer gerade. Okay, wir werden ewig für diesen scheiß Gegner brauchen. Oh, das ist... Er verfolgt mich. Was? Ah? Ich bin einfach nicht multitaskingfähig. Komm, er regaint schon wieder viel zu viel Leben. Wieso regaint er so viel? Weil wir ihn nicht draufhauen. Weil wir immer mit Fliehen und Sterben, also ich mit Sterben und du mit Fliehen beschäftigt sind.
Alter! Oh. Was sollen wir dagegen tun? Wir müssen viel mehr auf den Typen draufhauen. Das ist echt schwer. Wie soll man das vor allen Dingen alleine schaffen? Ich glaube, wir sollten einfach mal viel mehr mit dem Dreizauberschatten trainieren. Versuche ich ja. Ihn immer wieder reinzuhauen. Die drei? Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass wenn man den Stein auf sich selbst castet mit Eis oder so weiter und die kleinen Krabben einfach folgen und man weiterläuft, hilft das sehr viel. Ja, aber ich bin so jemand, ich bin übelst schlecht im mich selbst heilen und dann sofort umschalten aufs Kämpfen. Das ist irgendwie schwierig für mich gerade. Wo sind wir jetzt eigentlich? Na, nichts, wir sind hier kurz davor wieder. Oder? Ja. Oh je. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, die drei mehr zu casten. Ja. Ich hoffe mal, dass ich dich treffe. No. Kennen wir schon. Ach, warum musstest du die schon triggern? Ja, mit der 3 könnte das was werden. Wow. Auch die Steuerung. Ich muss erstmal mit der Steuerung klarkommen, dass ich ja einfach ein Ziel setzen kann. Ja, wir haben ihn besiegt. Natürlich kommt noch einer. Kann sich wiederbeleben ganz kurz? Ja, kann ich. Kann sich während des Laufens heilen. Das ist echt gut. Ja, ich muss immer noch dran denken, dass ich nur dorthin klicken muss. Ich laufe nie richtig. Okay, warte. 3. Pass auf, Gladi. Warte, 3. Ich opfer dich jetzt einfach mal, ne? Das ist in Ordnung. Für das höhere Wohl. Bisschen daneben, Bloody. Ich hasse dieses Point-Lenkmuster. Ich finde den Verfolgen-Modus der Maus besser. Falsche Richtung. Ah, verdammt, jetzt hab ich ein Lebensschild gemacht. Scheiße. Ich sterb schon wieder. Gib dir einfach einen anderen Schild um den Lebensschild. Du hast mich voll geopfert. Oh, ich kann mich, während ich eingefroren bin, heilen. Nein. Komm. Ich geh jetzt einfach davon aus, dass ich gleich sterbe, Leute. Obwohl, nein, hat sich erledigt. Ich kann hier Gegner fangen, wenn ich eingefroren bin. Marfi, ich spiel mal Zielscheibe, ne? Du musst das jetzt machen. Kannst du mich wiederbeleben? Gleich? Dann mach ich das auch. Womöglich nicht auf dich. Okay, die haben mich vergiftet. Das Spiel beginnt Leben. Ah, wenn das Spiel durch Säure durchläuft, beginnt das Spiel Leben. Ah, okay. Du müsstest mich kurz wiederbeleben. Durch die Säure. Ja. Was ist das denn? Du lebst noch, ne? Ja. Oh fuck, der kommt. Jetzt lebe ich nicht mehr. Nein. Ich. Du musst ein bisschen üben, noch zu zielen, ne? Was? Ich war fast dran.
Eigentlich hätten wir uns ja denken können, dass es zwei solche Viecher gibt. Ich bin in dem Slate wieder, ich muss erstmal retten, mich retten. Ja, rette dich. Das war sehr gut, übrigens von dir. Hab ich dich getroffen? Ja. Tut mir leid. Der war sehr gut von dir. Ja, lass ihn. Halten, ihn drin halten. Ich bin tot. Du hast mich voll ins Feuer geschmissen. Die Schneewittchen. Ja, versuche ich. Das ist nicht die 3. Das ist die 3. Das war nicht die 3. Verdammt, das war nur W. Einmal wieder Belebikus, Plisus. Ja. Sehr schön. Nicht schön, ich bin tot. Belebt mich wieder. Ja, danke schön. Drei. Nein, lauf doch. Wir haben ihn gleich. Ganz ruhig jetzt so. Wow, ich hätte den beinahe noch den Feuersturm geben können. Beleb mich wieder. Sehr schön. Wir haben's. Jetzt haben wir nur noch die Kleinen wahrscheinlich. So, wo bin ich? Da bin ich. Ich schaff's erst bei dem Kleinzeit noch dreimal zu sterben. Egal, das ist egal. Ah, ich hab mich gerade selbst getötet. Reicht nicht. So. Was ne Qual. Das war die letzte! Öffne das Tor! Jetzt müssen wir unter Tor stehen. Ja. So, wir gehen mal doch da durch und gucken, ob dann das Level beendet ist. Ich denke mal nicht, dass ein neuer Gegner kommt. Okay, unsere Ankunft wurde vorhergesagt. Von den Wächtern am Tor, die gleich kommen. Okay, versuchen wir noch da durchzugehen. Aber da kommt noch der Weissager. Meinst du, das Level ist zu Ende, bevor der kommt oder nachdem der kommt? Ich hoffe, das war ein ziemlich großer Bosskampf, ja, hast recht. Ich hoffe davor, genau. Nein! So eine Überraschung. Hat man denn nicht mal bei der Arbeit seine Ruhe? Also, sehen wir uns mal ein paar Eingeweide an. Okay, Leute, das muss jetzt anscheinend noch. Ich werde es mir ganz genau ansehen und euch dann mitteilen, wann ihr sterbt. Meine Vorhersagen sind überall, ich habe sehr präzise. Haltet ganz still. Halt, solche Vorhersagen wollen wir gar nicht. Wir suchen Informationen zu dem Kind. Oh, warum sagt ihr das nicht gleich? Warum schreiben wir gleich hin? Es ist unsere Mission, dieses Kind zu retten. Es steht zu befürchten, dass eine orkische Kriegsfürstin hinter dem Kind her ist und Übles im Schilde führt, die Übles. Aber ich habe vergessen, wo das Kind sich befindet. Na, da kann ich dir aushelfen. Es ist nicht zu glauben, wie viele Einzelheiten die Nieren von Krustentieren preisgeben. Darum bin ich hergezogen, um näher an der Quelle zu sitzen. Ja, diese Krustentiere sind scheiße. Da sind sie schon wieder! Gut, dass sie keinen anderen Eingang gefunden haben. Das gefällt ihnen sicher gar nicht. Doch. Sie finden es toll. Seht nur, was für einem massiven Tor wir sie davon abhalten müssen, um mehr zu betteln. Vorsicht! Eine große feindliche Krabbe! Nein! Er hat meine Arme erwischt! Oh nein! Ah, und... Ah ja.
Nun, ich kann euch sagen, dass die Mutter des Kindes Frieda in Einführung des Vanir-Clans in den Höherlanden ist. Der Clan befindet sich im... Den sind wir los. Immerhin wissen wir jetzt ungefähr, wo wir suchen müssen, aber Khan weiß es vermutlich auch. Ihr müsst durch die Höhlen nach Norden zu den Höherlanden eilen. Findet das Kind der Vanir und rettet die Welt. Das Kind der. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Pergamentmissbrauch. Blitz 2. Was auch immer die Artefaktstufen sind. Zauberernahrung 2. Pyromanenrobe. Oh ja. Pyromanenrobe blau. Hey, wir haben mal über die Hälfte gefunden. Echt? Ja, 7 von 12. Ja, ja. So, dann würde ich sagen, wir gehen zurück ins Hauptmenü und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Magica 2 wieder. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja, von mir auch. Tschüss.